Die Wandlung. Die Stirn umwölkt, zerfurcht von Sorgenfalten, knie ich in der Kirchenbank, versuche ein Gebet. Ein paar Bänke vor mir turnt ein Kleinkind herum. Es klettert von der Kniebank auf die Sitzbank, rauf und runter, hockt sich mit dem Rücken zum Altar auf die Sitzbank, wackelt, zappelt, starrt mich an. Der Priester spricht die Wandlungsworte. Ich versuche, mich zu konzentrieren, schaue zum Altar, aber mein Blick gleitet immer wieder hin zu diesem Kind. Welch eine Zumutung! Es hindert mich tatsächlich daran, die heilige Zeremonie andächtig mitzuerleben. Kleine Kinder, die sich nicht benehmen können, sollten von den Eltern zu Hause gelassen werden. Am liebsten würde ich... Nun winkt mir das Kind auch noch zu. Ich schüttle den Kopf. Lass mich in Ruhe. Jetzt probiert es ein vorsichtiges Lächeln. Ich schaue ernst und streng und wende den Blick ab. Konzentriere mich auf die heilige Handlung. So viel Trost hatte ich heute von Gott erwartet. Stattdessen stört mich dieses ungezogene Kind, das ungeniert in meine Gebete hinein lächelt, mitten hinein in mein Sorgengesicht. Ich riskiere noch einmal einen Blick und schaue in das strahlende Kindergesicht, bis auch ich vorsichtig ein Lächeln versuche. Das Kind erwidert meine Geste mit einem noch breiteren Lächeln und plötzlich, für einen Augenblick, waren meine Sorgen vergessen. Mich erfüllte das strahlende Gesicht dieses jungen Menschen unverhofft mit Glück. Lächelnd blicke ich wieder nach vorn zum Altar, wo die letzten Wandlungsworte gesprochen werden. Gewandelt.